Jetzt sind wir live. Hallo da draußen. Wir haben eine interessante Session heute. Es geht um Bildung, Flüchtlinge und wir haben drei interessante Gäste hier in dem Hangout versammelt. Ich stelle sie euch mal ganz kurz vor, damit ihr sie kennenlernt. Und Karl ist jetzt gerade im Bild. Also das ist Karl Kirst von ZUM, Lehrer in Nordrhein-Westfalen, deshalb nämlich heute Vormittag auch verfügbar, weil sie nämlich dort Ferien haben. Daneben sitzt Carmen Bachmann. Mal kurz Hallo sagen, dann sehen wir sie oder du dich im Bild, genau. Wir haben uns nämlich hier auch wieder auf skandinavische Du hier geeinigt. Und Carmen Bachmann ist Professorin an der Uni Leipzig. Ja. Sehr gut. Und dann haben wir noch als dritten Gast den Vincent Zimmer. Hallo Vincent. Kurz mal das Mikrofon bitte ausschalten. Sehr gut. Hallo. Und Vincent sitzt, glaube ich, hier in Berlin im Social Impact Hub. Ja, okay. Ja. Gut. Und mein Kollege Markus Daimer, natürlich nicht zu vergessen. Er sitzt wo auch immer. Markus, hallo. Hallo, hallo zusammen. Von der FU Hagen, sagen wir das mal, von der Fernuni Hagen. Und immer unterwegs. Gut, und wir werden jetzt erstmal im ersten Schritt die drei Projekte kurz vorstellen. Alle beschäftigen sich irgendwie, sind eingesprungen kurzerhand und um diese Flüchtlingsdramatik irgendwie aufzufangen auf ihre Art und Weise. Und wir haben halt drei sehr unterschiedliche Projekte eingeladen, wobei wir heute darauf achten werden, dass wir keinen Moralin verspritzen, keinen Populismus betreiben, weil das sehe ich immer als Gefahr in dieser ganzen Debatte, keine Buzzwords benutzen und dass wir vor allem über Erwachsene sprechen und über Schule und so, das ist nochmal ein anderes Thema. Können wir am Rande vielleicht mal gucken, tangieren. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit dem ZUM an, weil die sind schon sehr weit fortgeschritten, haben eine Willkommensseite gestartet. Karl, magst du mal vorstellen, was ihr, wie es dazu kam und was ihr da so macht? Na, guten Tag. Ich bin Lehrer für Deutsch und Geschichte, war 15 Jahre im Ausland, habe dort Fremdsprache unterrichtet, einmal in Chile, 5 Jahre, 10 Jahre in der Türkei, habe von daher also einen Bezug einmal zu Deutsch als Fremdsprache. Zweitens kenne ich die Erfahrung, wie das ist, wenn man im Ausland ist und weiß, wie wichtig das ist, dass wir das Ankommen in einem Land, eben nicht nur das physische Ankommen, sondern das auch soziale Ankommen, die Integration in die sprachliche Umwelt ganz enorm wichtig ist. Deswegen war für mich die Frage, was kann ich machen, was können wir in der ZUM machen, angesichts der vielen Menschen, die jetzt zu uns kommen. Und die Idee war natürlich, ja, kann man nicht auch das, was wir an Potenzial haben, eben unsere Plattform nutzen. Und dementsprechend haben wir ein Wiki eingerichtet, Willkommen in Deutschland, zum-willkommen.de. Das ist eine Plattform, auf der wir Informationen, Materialien, Ideen von ehrenamtlichen Deutschlehrenden und für ehrenamtliche Deutschlehrende sammeln wollten. Dann hat sich schnell gezeigt, dass das natürlich, da wo Lehrkräfte sind, wollen auch gerne Lernende hin. Und die sollen ja auch eigenständig und wollen auch eigenständig lernen können. Also macht es auch Sinn, dort Materialien abzulegen, die Lernende selbst nutzen können. Das ist so in Kurzform das, was wir machen. Diese Plattform Willkommen in Deutschland hat sich in den knapp 3 Wochen, die es sie gibt, als schon sehr erfolgreich erwiesen. Sie wird häufig abgerufen und ich denke, wir treffen damit einen Nerv. Wir sind damit in einer Gemeinschaft von ganz vielen anderen Initiativen, die es auf ähnlicher Basis gibt. Und das finde ich auch toll. Mhm. Dankeschön. Also es ist so eine Art Anlaufstelle im Grunde für sämtliche Menschen, die Deutsch lernen wollen oder die es anderen beibringen wollen. Richtig. Alles auf OER-Basis, also auf Open Educational Resources-Basis, sodass man die Materialien verwenden kann und ja, weiterarbeiten kann, oder? Soweit das online ist, von uns online gestellt ist, natürlich OER. Wir versuchen auch, das zu sammeln, was wir im Bereich OER finden. Wir verweisen aber auch auf andere Materialien, die nicht OER sind. Dann vertreten wir in der ZUM eigentlich einen ganz pragmatischen Ansatz. Wir sagen eben,
Für den, der vor Ort unterrichtet, ist es wichtig, natürlich einfach ein Material in der Hand zu haben. Wenn also ein Verlag zum Beispiel sagt, wir stellen unser Material kostenlos zur Verfügung, das ist aber nicht OER, heißt es aber, dann kann ich es vor Ort nutzen. Und das ist natürlich in dem Moment für die Person wichtig. Aber wir selbst vertreten ganz massiv den Ansatz, dass wir sagen, ja, macht eure Materialien, wenn es geht, frei, damit andere sie weiter nutzen können, denn nur so können wir erreichen, dass diese Materialien auch ohne schlechtes Gewissen und ohne rechtliche Probleme verwendet werden können. Das wäre sehr sinnvoll und das passiert auch schon. Ich halte ein ganz kleines Material einfach hier mal in die Kamera. Das ist ein ganz, ganz kleines Material, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist ein Mini-Wörterbuch für syrische Flüchtlinge. Und das hat Sandra Schön, eine Kollegin von der Uni Salzburg, erstellt. Dieses Material ist OER und auf Grundlage von OER-Materialien erstellt worden. Es ist hundertefach jetzt hier downgeloadet worden und sicherlich auch schon tausendfach ausgedruckt worden. Mhm. Wunderbar. Okay, danke schön fürs Erste. Vincent, da du gleich weg musst, würde ich, oder nur kurz Zeit hast, würde ich sagen, dass wir dich mal, euer Projekt mal kurz vorstellen. Die Kairan University ist ja ganz gut in den Medien im Moment vertreten. Ihr habt gestern ein großes Event gehabt, die Kairan Ventures. Vielleicht erstmal im ganz kurzen, jeweils einen Satz, was ist Kairan University, was ist Kairan Ventures, nur für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Und dann können wir weiter einsteigen. Ja, vielen Dank. Kairan University ist der Versuch, bestehende Angebote in der Hochschullandschaft so zu verknüpfen, um Flüchtlingen sofort nach ihrer Ankunft hier in Deutschland oder auch in jedem anderen sicheren Hostingland den Zugang zur Hochschulbildung zu ermöglichen. Wir machen das über eine Plattform, auf der wir MOOCs von verschiedensten Anbietern und Universitäten verbinden und auf der anderen Seite Partneruniversitäten mit ins Boot holen, die dann das Weiterstudium ermöglichen. Wir versuchen darum herum ein Ökosystem zu bauen. Das heißt, wir wollen die Menschen auch Sprachmöglichkeiten bieten. Wir wollen sie mit Laptops versorgen. Wir wollen sie ermutigen, selbst Unternehmen zu gründen oder sie in die Ausbildung vermitteln, falls es dann doch nicht klappt mit dem Studium. Und ein Versuch hierzu ist das sogenannte Kairan Ventures, in dem wir Unternehmensgründung von Flüchtlingen unterstützen. Und der Launch dazu war gestern mit Peter Altmaier. Mhm. Okay, also ganz ist ja schon ordentlich ambitioniert, was ihr da so vorhabt. Und was ich mich frage, was meine erste Assoziation war, als ich das so las, war, warum soll es jetzt noch eine Plattform geben? Weil es gibt diese ganzen MOOC-Plattformen da draußen und es sind ja schon mehrere gestartet, die Welt zu retten damit und es sind dann so ein bisschen zurückgerudert im Laufe der Jahre. Warum braucht es noch eine Plattform? Warum kann man nicht mit dem Bestehenden arbeiten und dann über API-Schnittstellen irgendwie so ganz rudimentär im Grunde, so wie das ZUM auch mit Wiki basiert, darauf aufsetzen. Kannst du mir das mal kurz erklären? Genau. Wir sind ja nicht noch eine weitere MOOC-Plattform. Das ist ja genau richtig. Die MOOC-Plattformen versuchen ja Wissen zu vermitteln und zielen jetzt nicht per se auf akkreditierte Abschlüsse. Wir haben einerseits eine ganz andere Zielrichtung aus diesem Grund. Wir sind notwendig, weil die Universitäten alleine das nicht machen könnten, weil sie immer an das jeweilige Hochschulgesetz gebunden sind, in dem Rahmen, in dem sie sich bewegen, basierend auf dem Standort. Und ein dritter wichtiger Unterschied ist, es gibt niemanden, der sich genau auf Flüchtlinge adressiert. Das heißt, die MOOC-Plattformen erreichen im Durchschnitt die weiße Mittelschicht, Leute, die schon eigentlich einen Abschluss haben, die sich nochmal fortbilden wollen und erreichen eigentlich das Versprechen, was sie eigentlich gegeben haben, die Demokratisierung von Bildung, die Öffnung für Minderheiten und für benachteiligte Gruppen, schaffen sie nicht. Das kann man nur schaffen, wenn man in der Kommunikation ganz, ganz klar ist und wenn man vor allen Dingen in die Flüchtlingsnetzwerke, in unserem Fall jetzt zum Beispiel, reingeht. Okay, dann erklär mir das nochmal ganz kurz, wie die Kommunikation gestaltet wird. Also wie verbindet ihr diese, sagen wir mal, MOOC-Plattform mit den Hochschulen? Also wo ist da eure, was macht ihr genau? Wir bauen also eine Plattform, im Idealfall sieht das so aus, dass wir dieselbe Software nutzen wie die Universitäten, zum Beispiel über StudIP, und es gibt eben die Möglichkeiten, dass die Studenten von uns automatisiert in die MOOC-Plattform reinkommen, die Kurse dort belegen können, das wird dann in StudIP gesammelt und wenn zum Beispiel die Partneruniversität auch StudIP nutzt, können wir die Daten dann ganz einfach übertragen und wenn sie dort zum Weiterstudium hinkommen, ist es praktisch für den Studenten, gibt es keinen Bruch. Wie läuft das in der Kommunikation? Wir sind im Wesentlichen dann ein Dienstleister, der den Universitäten und den Flüchtlingen die Arbeit, die Koordination
Arbeit abnimmt. Das heißt, wir vereinbaren einfach vorher, welche MOOCs können in welchem Studiengang wie eingesetzt werden, wie kann das alles funktionieren, sodass, wenn der Flüchtling an die Uni kommt, diese Sachen bereits alle geklärt sind. Und die Uni muss sie halt eben nur ein einziges Mal klären, hat auch übrigens die volle Entscheidungsfreiheit, das können wir machen, das können wir nicht machen, das wird dann transparent kommuniziert und so wird einfach beiden Seiten Zeit erspart. Wie wir das mit der Kommunikation schaffen, also wie kommen die Flüchtlinge überhaupt zu uns, wir setzen eben sehr, sehr früh an, das heißt, wir arbeiten mit den Flüchtlingscamps zusammen und mit den großen Flüchtlingsorganisationen. Bevor wir das dritte Projekt noch vorstellen, eine Frage, ihr startet am 15. Oktober, habe ich gelesen, mit euren ersten, was macht ihr da, wie startet das? Wir drücken den Knopf und schalten das System frei. Also wir haben, das Tolle bei uns ist ja, dass wir nichts Neues in dem Sinne machen, sondern nur Prozesse und Angebote, die es schon gibt, neu verbinden. Das heißt, wir müssten jetzt in dem Sinne keinen Piloten starten sozusagen, sondern mussten nur ein Netzwerk bauen, eine Plattform bauen, die alles über APIs sozusagen, alles wunderbar miteinander verknüpft, dass es eben wirklich zusammen funktioniert. Das ist letzte Woche gestartet worden, die Testphase. Die Tests laufen jetzt stabil, es gibt natürlich immer mal wieder Serverausfälle, da müssen wir jetzt eben die Kinderkrankheiten ausmerzen. Und was wir am 15. machen, ist, wir sagen, wir schalten für die ersten 1000 Studenten die Kurse frei, sodass die anfangen können zu studieren. Markus, du wolltest noch eine Frage jetzt hinten dran schieben? Ja, eigentlich würden wir ja weitermachen, aber weil Vincent ja gleich los muss, wollte ich ihn noch mal packen. Und auch gleich so ein Disclaimer vorweg schicken. Ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat. Ich bin ja hier so der Sidekick, der gerne kritische Fragen stellt und das also nicht persönlich nehmen. Ich habe nur mal zu eurem Ansatz eine Nachfrage. Ich finde es sehr logisch und nachvollziehbar, wie ihr da vorgeht mit der Kommunikation, auch mit der Herleitung, dass die MOOCs sowie Iversity oder Coursera ja mehr oder weniger gescheitert sind mit dem Anspruch und mit dem Claim, Bildung zu demokratisieren. Jetzt sehe ich bei euch die Gefahr, dass wenn ihr die MOOCs von den bestehenden Plattformen übernehmt, weil ihr könnt ja keine eigenen produzieren jetzt in der Kürze der Zeit, dass dann genau der gleiche Matthäus-Effekt wieder eintritt, nämlich wenn dann die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan oder wo auch immer mit den fertigen MOOCs konfrontiert werden, dass dann wieder dieser Effekt, ne, die weiße Mittelschicht dafür gemacht ist. Also eigentlich müsste man, wenn man das konsequent macht, mit diesem Flüchtlingsanspruch die MOOCs ja so modifizieren, also die Didaktik und die Vermittlung, dass sie eben auf die kulturellen, sozialen, politischen Besonderheiten adaptiert sind. Habt ihr das auch irgendwie im Blick? In einer idealen Welt würden wir das Angebot natürlich auf unsere Zielgruppe zuschneiden, aber im Moment ist es ja alles Kaffeesatzleserei. Das heißt, wir sind ja ein Pilotprojekt in dem Sinne, dass eigentlich ja niemand weiß, wie diese Menschen mit MOOCs lernen werden. Und es gibt Erfahrungswerte von NDRUG, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die im arabischen Raum eigentlich nichts anderes machen, als die edX-Kurse mit arabischen Untertiteln anzubieten. Und die funktionieren dort auch. Das heißt, rein von der Didaktik würde ich jetzt einfach mal vermuten, es wird wahrscheinlich Schwierigkeiten geben, wie bei jedem neuen Projekt. Aber ich glaube persönlich jetzt nicht, dass es ein Desaster geben wird, weil die Leute mit dem Format nicht zurechtkommen. Was ich allerdings schon glaube, ist, dass die geringen Quoten von den Leuten, die MOOCs überhaupt beenden, viel damit zu tun hat, dass man den Leuten nicht einfach diesen MOOC hinsetzen kann oder diesen Online-Kurs und dann glauben kann, das wird sich dann alles von alleine regeln. Genau aus dem Grund verbinden wir das Ganze mit einem, was ich vorhin meinte, mit diesem Ökosystem. Das heißt, wir haben ein Buddy-System, wo jeder Flüchtling bei uns, oder Student bei uns, mit einem Studenten an einer Partneruniversität gematcht wird, der ihm dann als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Wir haben ein großes Netzwerk von Freiwilligen, die als Tutoren in die Kurse reingehen werden und quasi diese Kurse begleiten werden, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, offene Fragen klären, Lerngruppen anleiten. Das sind überwiegend Professoren, Postdocs, Doktoranden, die an den Universitäten sitzen und sagen, ich möchte mich engagieren, wie kann ich das tun? Wir bieten ihnen da eben eine Möglichkeit. Und wir sagen, es ist eben ganz, ganz wichtig, dass sie nicht die ersten 2 Jahre ganz alleine irgendwo online sind und dieser ganze Austausch nur virtuell stattfindet, sondern es muss eben dieses Blended Learning Konzept schon von Anfang an sein. Das heißt, wir versuchen vor Ort Learn Hubs aufzubauen. Hier in Berlin gelingt uns das ganz gut. In der Leuphana gibt es weitere Ansätze. In Aachen wird das auch kommen und in München ebenfalls, wo wir also Orte schaffen, Orte der Begegnung, wo die Leute hingehen können, sich treffen können, sich austauschen können und wo wir sie auch in lokale Initiativen vor Ort vernetzen. Das kann zum Beispiel die Vermittlung im privaten Wohnraum sein oder auch interessenbasiertes Matching. Das heißt, wir suchen ihnen Fußballpartner, wir suchen ihnen Leute, die mit ihnen ins Kino gehen. Das heißt, wir suchen nicht aktuell, sondern wir haben eben eine Plattform, die sie dann einfach basierend auf ihren Interessen matcht. Und wir glauben, dass das alles zusammen, dieses Gesamtpaket, dann dazu beitragen wird, dass sie sich A, integrieren, weil sie einfach ein soziales Umfeld haben und dieses soziale Umfeld sie dann eben auch dabei unterstützt, diese Kurse erfolgreich zu bewältigen.
muss selbst dran denken an den Knopf. Man könnte jetzt ganz lange darüber diskutieren. Ich will aber jetzt doch nochmal Carmen Bachmann mit reinnehmen. Vielleicht kann ja Vincent doch noch ein paar Minuten bleiben. Carmen Bachmann, Sie oder du, Bert, ihr habt eine Plattform, oder nee, ihr wollt auch eine Plattform bauen, sagen wir so, Chance for Science, eine Chance für die Wissenschaft. Vielleicht mal eure Idee mal kurz vorstellen, was ist der Ansatz, wie kam es dazu und so weiter, dass wir das vielleicht auch erstmal zur Kenntnis nehmen. Also zunächst mal, die Plattform ist gebaut, sie ist jetzt seit 4 Wochen freigeschalten. Zu den technischen Details kann ich gar nicht viel sagen, ich bin eigentlich Professorin für Steuerrecht. Die Idee war nur, dass hier in diesen Flüchtlingsheimen Leute sitzen, die neben den anderen Grundbedürfnissen auch ein Bedürfnis haben nach geistigem Austausch. Und uns ging es jetzt nicht darum, die perfekte Plattform, sie ist bald perfekt, aber es ging nicht darum, eine perfekte Plattform zu basteln, sondern es ging darum, möglichst schnell irgendwie ein Kommunikationsmedium zu schaffen, dass geflüchtete Wissenschaftler oder geflüchtete Akademiker in Kontakt treten können mit deutschen oder an deutschen Universitäten oder Forschungseinrichtungen arbeitenden Akademikern. Das war die Grundidee. Einfach damit die Leute sich mit was beschäftigen können und zwar möglichst schnell. Und weil die Idee war, dass hier halt auch Wissen brach liegt und wenn man das Wissen nicht anwendet, geht es einfach verloren. Und wenn man hier wochenlang rumsitzt, das halte ich für eine persönliche Katastrophe und einfach auch, es geht Wissen verloren, das später irgendwo eingesetzt werden kann. Und wir haben hier, ich habe das zusammen gemacht mit einer studentischen Hilfskraft der Wirtschaftsinformatik und meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin. Wir haben uns einfach hingesetzt und gesagt, wir müssen jetzt irgendwie das bauen und möglichst schnell online bringen, damit möglichst schnell Leute irgendwie so zusammenfinden. Wir haben es inzwischen erweitert, weil uns so viele Studentenzuschriften erreicht haben. Ich meine, wir machen das hier administrativ eigentlich alles zu dritt im Moment, haben inzwischen 2 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen noch. Aber wir haben es jetzt erweitert, dass wir auch Akademiker, die im Berufsleben stehen, also nicht nur an der Uni arbeiten und auch Studierende entsprechend in eigenen Benutzergruppen mit aufnehmen. Was unterscheidet denn die Plattform von Ihnen, von dir, von der Kairn University? Naja, unser Angebot ist natürlich jetzt nicht so umfangreich. Bei uns geht es eigentlich vorrangig darum, zunächst einfach oder möglichst schnell einen Zugang zu schaffen und zwar sofort zu Bibliotheken. Wir arbeiten jetzt zusammen mit der Deutschen Nationalbibliothek, dass wir diese Angebote einfach möglichst schnell an die Menschen bringen. Und ich glaube, bei uns steht einfach nicht der Bildungsabschluss im Vordergrund, das kann ich als kleiner Lehrstuhl ja sowieso nicht leisten. Da macht die Kairn University ist natürlich deutlich weiter. Wir können nur diesen Austausch, den man anbieten kann als Universität. Und wir haben ja Ressourcen. Es sitzen hier Professoren, ja, und die können sich bitte doch auch mit diesen Leuten unterhalten. Und darum geht es, um dieses Soziale, um diesen Austausch. Markus, hast du da? Willst du da noch nachhaken? Ja, nur eine kleine Rückfrage. Also ich finde es sehr lobenswert, sehr toll, diesen Ansatz, und höre da auch ganz viel Engagement raus. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht denn dann so eine mittel- bis langfristige Perspektive aus? Also es ist ja ich will jetzt nicht auf diese ganze politische Schiene von wegen Flüchtlingsstrom wird so schnell nicht abreißen, aber trotzdem ist ja die Frage, soll das dann irgendwie verstetigt werden? Dann ist ja die Frage, wo wird das angedockt an der Uni? Gibt es dazu Überlegungen? Ich hoffe natürlich, es ist geplant, es langfristig zu machen. Ich meine, deswegen ist es auch eine Plattform, also wo die Leute sich selber finden. Ich suche die Leute ja nicht händisch zusammen. Das ist das eine. Wir haben inzwischen ungefähr 150 Anmeldungen von deutschen Wissenschaftlern. Für die anderen Gruppen haben wir es ja jetzt gerade erst am Wochenende freigeschalten. Ich denke, wenn da was passiert, dann werde ich langfristig auch irgendwo Mittel herbekommen, um das Ganze auch zu betreiben. Aber ich kann natürlich nicht jetzt einen Antrag stellen, oder ich kann die Idee irgendwo kommunizieren und kann einen Antrag stellen, kann schauen, ob ich Mittel kriege, ich kann schauen, ob ich kann Kommissionen gründen und benennen und versuchen, das hier in einem typischen Raster zu machen, aber uns ging es jetzt eigentlich darum, das einfach schnell auf die Beine zu stellen und das dann aus dem Nachgang zu machen. Vincent, willst du da noch was ergänzen? Ja, spannenderweise steht ja ein Treffen an zwischen Frau Bachmann und unserer Lokalgruppe in Leipzig und ich greife jetzt mal ein bisschen vorweg bei dem Treffen, worum es uns immer geht, ist genau solche spannenden Projekte mit zu unterstützen.
weil die uns einfach für unsere Arbeit extrem wichtig sind. Und möchte ich Frau Bachen nur kurz zurufen, wir unterstützen dann gerne, machen Sie ruhig weiter, konzentrieren sich heute auf die inhaltliche Arbeit und wir kümmern uns dann darum, dass es auch verstetigt wird. Ach ja, also das freut mich sehr. Ich habe mich auch sehr, ich finde das Konzept von der Cardinal University nämlich ganz toll und also ich freue mich sehr um diesen Zuspruch. Danke. Dann Karl, ja, bitte Karl, gerne. Ich finde es auch eben sehr spannend, dass jetzt im Augenblick ja verschiedene Initiativen aus dem Boden sprießen und ich finde es auch toll, dass viele Leute das einfach so machen, einzeln oder auch in Gruppen, ohne jetzt gleich, ich sag mal, so einen Masterplan für die nächsten 10 Jahre zu haben, sondern einfach sagen, wir haben im Augenblick ein Problem, das im Augenblick nach Lösungen schreit und deswegen gehen wir los und machen etwas. Das finde ich toll, das finde ich spannend. Natürlich kann man da auch scheitern, natürlich kann der ein oder andere Ansatz auch nicht der perfekte sein, aber ich denke, gerade in dieser aktuellen Situation ist es wichtig, dass man schnell reagiert. Und wenn man, und das Spannende ist natürlich auch, dass wir in einer Landschaft sind, in der wir uns jetzt ja vernetzen können. Das heißt, ich sehe, dass in Österreich was gemacht wird, ich sehe, dass in irgendeinen anderen Bundesländern was gemacht wird, ich sehe, dass auf universitärer Ebene, in schulischer Ebene was gemacht wird. Und das ist eigentlich das Spannende. Das ist ja so ein bisschen die Thematik heute auch. Ich glaube nicht unbedingt, dass jetzt die Bildung neu erfunden wird. Ich glaube auch nicht, dass sich also etwas ganz, ganz, ganz Neues entwickelt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass digitale Bildung, dass digitale Medien mehr an Bedeutung gewinnen und dadurch natürlich vielleicht auch andere Unterrichts- und Lehrprozesse. Stichwort Handy, Smartphone. Es ist so, ich erlebe es bei den Schülern, mit denen ich zu tun habe, die aus dem Irak uns geflohen in der Schule sind, die lernen zu Hause, haben keinen Fernseher, haben auch keinen eigenen Computer, haben ein Smartphone, haben WLAN und lernen dort mit Videos von arabischen Deutschlehrern und kommen dann an und löchern mich mit Fragen zu bestimmten Dingen, die wir im Unterricht noch gar nicht gemacht haben. Das sagt mir, aha, die können vernünftig dieses Gerät nutzen. Es gibt Angebote eben auch aus anderen Ländern, die da sind. Und ja, die Eigeninitiative gewinnt ein anderes Gewicht, als sie sonst gewinnen würde. Und das ist ja auch schon gesagt worden. Zu Hause rumzusitzen oder in der Flüchtlingsunterkunft rumzusitzen, ist ja grauenhaft. Man möchte natürlich was machen. Und wenn da jetzt etwas möglich wird, finde ich das toll. Und ich denke, wenn da auch erst der ein oder andere Ansatz scheitert, finde ich nicht schlimm. Scheitern ist eh nie schlimm, also die Initiative ist wichtig, finde ich auch. Was mir kam, ist, helfen die Flüchtlinge, quasi hilft diese Situation im Moment eigentlich eher dem Bildungssystem als umgekehrt. Also genau das, was Karl auch eben meinte, dass wir diese Chance eigentlich auch ergreifen könnten, um das Bildungssystem, was ja doch sehr in sich verkrustet ist, ein bisschen schneller irgendwie in Trab zu bringen, irgendwie im 21. Jahrhundert mal anzukommen. Wie seht ihr das? Hätte ich gerne mal von jedem eine Meinung. Vincent, bitte. Und einschalten, genau. Also ich lebe selber an den Universitäten, die natürlich ein großes Interesse daran haben, langfristig auch neue Konzepte auszuprobieren. Es gibt auch viele Vorbehalte, viele Bedenken, wie kann man das ganz genau, es geht dann immer um die Detailfragen, also wie läuft es dann im Detail ab? Einige Ideen klingen wie MOOCs, klingen immer erstmal gut und der Teufel liegt dann im Detail. Aber ich kann ganz aktuell berichten, aus einer Ministerrunde vor 2 Tagen, und darin auch von Frau Löhrmann aus NRW war mit dabei, wo die Minister sich jetzt erstmalig wirklich hier in Berlin die Startups anschauen, die digitale Szene kennenlernen wollen und interessiert sind. Das war eine Tour, da waren ganz viele Landesminister mit dabei. Und da ging es um Schule, da ging es um Universität, da ging es um Kindergärten und wurden viele, viele spannende Projekte vorgestellt und ich habe von allen Projekten gehört, dass das erste Mal war, dass die Politik da einen Schritt auf sie zugegangen ist und sie jetzt alle hoffen, okay, das ist jetzt, die sind teilweise schon seit 10 Jahren dabei, dass jetzt so langsam der Durchbruch kommt, weil die Leute bereit sind. Carmen, wie siehst du das? Also ich da kann ich jetzt gar keine großen Worte irgendwie schwingen, wie man das Bildungssystem hier ändert. Also ich bin in einer Hochschule, mir geht es eigentlich darum, wir haben hier Bildungseinrichtungen, wir haben Bibliotheken und ich finde einfach, dass die in so einer Lage sich einbringen. Also mir geht es eigentlich eher darum, das ist eigentlich meine einzige Idee, inwiefern da eine Rückwirkung kommt, dass durch diese Aktionen auch
sich was im Bildungssystem oder an den Institutionen ändert, das weiß ich nicht. Was ich natürlich schön fände, wenn natürlich die Wege schneller wären oder wenn man in so einer Situation auch in einer Bildungsinstitution oder an einer Universität einfach schneller agieren kann. Markus, wie siehst du das? Ja, Karl, bitte. Zuerst Karl, bitte. Stichwort schnell agieren. Was ich erlebe ist, Bildungsverlage zum Beispiel oder auch das Goethe-Institut, der Volkshochschulverband reagieren jetzt auch. Und zwar relativ schnell. Das sind Institutionen, die ich eigentlich sonst eher erlebe als sehr langsam arbeitend, sehr bürokratisch arbeitend. Aber ich denke, auf allen Ebenen ist klar, man kann im Moment nicht lange, monatelang warten, man muss jetzt reagieren. Und dann werden eben zum Beispiel Kurse freigegeben, dann werden neue Kurse produziert, dann werden Materialien günstig angeboten, jetzt zum Beispiel Langenscheid Verlag, so ein kleines Heft für 1,50, in dem man so Bilder aufblättern kann und einfach zeigen kann, so wie die Erstkommunikation. Das sind Dinge, die jetzt passieren, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen die Bildungslandschaft ja graduell zumindest verändert. Und das empfinde ich als gut. Das ist, könnte ein sinnvoller Impuls sein, der nachhaltig wirkt. Vincent muss weiter auf seinem Ritt durch die Instanzen. Alles Gute, und ich bin gespannt, wo das endet. Markus derweil. Einfach Fenster schließen, Vincent, dann bist du draußen. Sehr gut. Markus, wie schätzt du das ein? Ich finde es sehr spannend zu hören. Es sind ja verschiedene Ebenen. Also wir haben ja jetzt gerade von Vincent gehört, dass da politisches Interesse, Engagement kommt. Das brauchen wir auch, also politische Regulierung. Und dann gibt es ja sehr engagierte Einzelkämpfer hier in der Runde. Das finde ich auch total begrüßenswert. Aber die spannende Frage wird dann ja sein, wie reagiert dann so ein Hochschulsystem? Das ist ja auch, also ich finde es sehr gut, dass da jetzt so Impulse reinkommen, und da muss man mal schauen, wie das Hochschulsystem reagiert, also wie andere Lehrende, andere zentrale Einrichtungen wie Rechenzentrum, Bibliotheken und so weiter, weil für mich ist das auch wirklich ein wichtiger Schritt zu so einem neuen Default von Offenheit, dass Hochschulen da steuerlich, öffentlich finanziert, ja auch so einen Anspruch haben, Bildung in die allgemeine Bevölkerung hinauszutragen. Und gerade bei so einer Krisensituation wie jetzt kann man das ja mal weiterentwickeln oder zu diesem Ideal hinkommen. Also weg von diesem Eliten-Exzellenz- Universitätsdenken, sondern hin zu, was können wir denn der Gesellschaft zurückgeben. Wir haben ja eine privilegierte Position, ich ja auch an der Hochschule, und da, wenn da jetzt so ein Anspruch entsteht, was ich ja hier auch raushöre, da was anderen Menschen zurückzugeben, finde ich das sehr begrüßenswert. Ich finde das schon ein wahnsinnig gutes Schlusswort. Was denkt ihr? Ich finde, das haben wir jetzt gut, dadurch, dass Vincent so ein Zeitknapp war, haben wir das jetzt gut komprimiert, glaube ich, auf den Punkt gebracht, hoffe ich zumindest. Zumindest im Hinblick auf diese Fragestellung. Ich hätte noch 1000 andere Fragen, aber ich glaube, wir setzen einen Punkt. Und ich danke euch allen für eure Zeit und für das Engagement, wünsche euch alles Gute und hoffe, dass das weitergeht. Und bis dahin, bye bye. Tschüss.